Suche nach Tayo auf YouTube. Eine unheimliche Nacht. Das Bauteam hat sich vor einer alten Fabrik versammelt. Das ist also unser neues Projekt. Sieht gruselig aus. Warum müssen wir das nachts machen? Das geht ja nicht anders. Wir können keine Bauarbeiten während des Tages machen, wenn die Schüler noch Unterricht haben. In Ordnung. Fangen wir an. Okay. Hä? Was war das? Was ist das, Poco? Sieht aus wie ein Reifen. Oh. Oh, das kann nicht sein. Was? Was ist los? Nun? Ich habe diese Geschichte über einen Geisterlaster gehört. Dem ein Reifen fehlt. Ein Gespenstertransporter? Ja. Es gab einen Unfall in diesem Gebäude. Und es heißt, er sucht hier jede Nacht seinen fehlenden Reifen. Was, wenn das der fehlende Reifen des Geisterlasters ist? Keine Chance. Geister gibt es doch gar nicht. Er hat recht. Machen wir mit der Arbeit weiter. Was war das für ein Geräusch? Könnte das der Geisterlaster sein? Das ist unmöglich. Das ist doch nur ein Gerücht. Ist das der Gespensterlaster? Wow. Es kann ein bisschen dauern, bis ihr alle repariert seid. Ich versuche, so viel wie möglich zu schaffen, aber es wird wahrscheinlich bis morgen dauern. Ihr solltet hier bei mir bleiben, bis ich alles fertig habe. Okay. Was ist euch denn passiert? Das glaubst du nie. Aber wir haben gestern ein Gespenst gesehen. Was? Ein Gespenst? Ihr habt ein Gespenst gesehen? Oh. Hallo, Kinder. Ist das wirklich wahr? Habt ihr wirklich eins gesehen? Ja, es hat laut geschrien und Kisten umgestoßen. Wir hatten solche Angst. Ein Gespenst? Wie unheimlich. So habt ihr euch also verletzt. Erzählt uns mehr, bitte. Los geht's, Kinder. Ihr kommt noch zu spät. Okay. Ihr müsst es uns erzählen, wenn wir zurückkommen. Okay. Ein Gespenst, wie unheimlich. Das ist doch gar nicht unheimlich. Angsthase. Was? Eigentlich habe ich gar keine Angst. Aber du hast gerade gesagt, dass du Angst hast. Habe ich nicht. Na, willst du wetten? Eine Wette? Ja, dann lass uns doch zur Baustelle fahren und sehen, wer dort mehr Angst hat. Gut, Kleinigkeit. Dann fahren wir heute Abend dorthin. Okay. Ich hoffe, Ihnen passiert nichts. Das sieht so unheimlich aus. Aber ich kann vor Rogi keine Angst haben. Es sieht wirklich gruselig aus. Aber ich kann nicht gegen Tayo verlieren. Fahren wir rein. Okay. Huch, das sind Tayo und Rogi. Was machen die denn hier? Ha, ich werde sie erschrecken. Freunde! Oh nein, sie sind weg. Wirklich? Ja, da war wirklich ein Gespenst. Es war so gruselig. Oh, zum Glück sind wir entkommen. Ihr hättet vielleicht nicht so viel Glück gehabt. Wie unheimlich. Hey, Freunde. Speed! Was führt dich her? Oh, ich wollte mich entschuldigen. Ich habe euch gestern Abend erschreckt. Es tut mir leid. Was? Ihr seid beide so schnell weggefahren, dass ich es euch nicht sagen konnte.
Also, ihr beide seid wegen Speed weggerast und nicht wegen einem Gespenst? Ihr seid solche Angsthasen! Was? Angsthasen? Komm schon, Garni, geht mit zur Arbeit! Okay. Bis bald! Sie haben uns ausgelacht! Also, Rogi, heute Abend fahren wir zurück zur Baustelle! Okay, wir zeigen Ihnen, wie mutig wir sind! So, ihr seid jetzt alle startbereit. Wirklich? Aha. Ihr könnt jetzt alle zurück zur Baustelle fahren. Zur Baustelle? Aber Hannah, mir geht's nicht so gut. Ich glaube, mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit, zurückzufahren. Können wir noch etwas länger bleiben? Naja, also ich denke mal, wenn ihr das so wollt. Vielen Dank, Hannah. Tayo, der kleine Bus. Ich bin kein Angsthase. Denen zeige ich's. Ich werde heute Abend zurück zur Baustelle fahren. Wir sind da. Entschuldigung. Hast du diese Katze gesehen? Vermisste Titi. Eine Katze? Ich glaube nicht. Oh, wirklich? Ist das deine Katze? Ja, sie heißt Titi und sie gehört zu meiner Familie. Aber ich habe sie leider in einem Park in der Nähe verloren. Oh nein, wie schade. Keine Sorge, du findest sie bestimmt wieder. Ich sag dir Bescheid, falls ich sie irgendwo sehe. Vielen Dank. Und Spieler Nummer 3 ist ja! Ja! Juhu! Er macht das toll! Schneller! Ich dachte, die sind krank. Das habe ich auch gehört. Oh, mein Rücken. Mir ist so schlecht. Was ist mit Spieler Nummer 3 los? Also ich habe gehört, dass sie nicht gearbeitet haben, weil sie sich vor einem Gespenst fürchten. Das sind ja richtige Angsthasen. Spieler Nummer 3 liegt zurück. Was ist nur mit ihm los? Ich glaube, sie haben uns gehört. Fahren wir. Und Spieler Nummer 3 liegt im Staub. Es ist jammerschade. Die ganze Nachbarschaft lacht über uns. Und wir können unsere Arbeit nicht länger aufschieben. Aber was, wenn das Gespenst noch da ist? Ja. An diesem Abend fuhren Tayo und Rogi zurück zur Baustelle. Diesmal schaffen wir es reinzufahren, Rogi. Ja, wir werden es ihnen schon zeigen. Los geht's. Okay. Ich habe Angst. Ich auch. Fahren wir noch ein bisschen weiter. Okay. Ich glaube nicht, dass das Gespenst hier ist. Vielleicht ist es weggelaufen, als es uns sah. Ha, vielleicht. Was war das? Das kann nicht sein. Das Gespenst ist zurück. Poco! Was treibt ihr beiden denn hier? Es ist gefährlich für euch Kinder, so spät noch hier zu sein. Es tut uns leid. Und? Geht es euch denn jetzt besser? Natürlich, wir fühlen uns toll. Das ist eine Erleichterung? Eigentlich geht es uns schon eine Weile gut. Wir hatten wirklich Angst, zurückzukommen. Wirklich? Ja, leider stimmt das. Aber jetzt ist alles okay. Wir müssen schließlich unseren Job machen. Ihr seid alle so tapfer! Ja. Es ist wieder dieses Geräusch! Aber woher kommt es? Von da drüben! Das sind Kätzchen! Was wir gehört haben? Waren also nur Kätzchen! Aber was ist mit den fallenden Kisten? Ja, sie können sie ja nicht runtergeschmissen haben. Das ist bestimmt... Die Mutter der Kätzchen.
Die Mutter wollte bestimmt ihre Babys beschützen. Es gab also doch kein Gespenst. Oh, die sieht ja aus wie... Titi? Oh? Oh, Titi! Wo warst du denn? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und wir haben noch ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Sind das... Das sind Titis bezaubernde Kätzchen. Sind sie nicht süß? Ja, danke, Tayo. Kein Problem. Aber eigentlich haben die tapferen Bauarbeiter sie gefunden. Richtig? Naja. Tapfer würde ich nicht gerade sagen. Eigentlich haben wir sie gefunden. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Nicht der Rede wert. Titi, die Katze, wurde ihrer Besitzerin zurückgegeben. Und die Geschichte vom Gespenst wird ein Geheimnis bleiben.